So, hallo und willkommen zur nächsten Folge von Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung. Ich spiele einfach mal direkt weiter. So, ach, wir sind abgeschnitten von Qui-Gon. Hallo? Von Ja, Qui-Gon. du wirst gerade von hinten abgeballert, Ja, hast aber kein Leben aber verloren. kein Leben verloren. Vielen Dank, sagt die Königin. Die muss ich ja hier auskennen. Ich glaube, die ist schon vorausgegangen mit Wie schnell ist sie denn bitte? bitte? Einen versteckten Weg durch den Garten. Also lauf mal in den anderen Raum. Ach so, ja, okay, jetzt wird die Ja, ist mir egal. Okay. Wisst ihr irgendwas? Nö. Ich hatte nur gedacht, vielleicht. Naja. Sie ruft doch Hilfe. Ich bin nicht verletzt. Der Schuss hat nur meine Schulter gestreift. Ja, gut zu wissen. Sorge, ich muss mich fertig machen. Oh, jetzt läuft es schon weiter. Läuft so schnell weiter, Mann. Ich will sehen, was ich will mir das Level erkunden. Ja, dann lauf nicht zu der. Hinter dieser Statue. Hinter dieser, ne? Ja. Ja, die kann man wegziehen, ne? Ja, ja, genau. Aber wir gucken uns da erstmal das Level an. Vielleicht gibt's hier noch was. Sieht nicht so aus. Ich kann hier mal reinspringen. Ach, was ist das denn? Nix. Aber da oben scheint es weiter zu gehen, ja. Irgendwie, ne? Ja, kann er sich. Kommt er nicht dran? Ne. Schade. Vielleicht vom Treppen, von der Treppe da oben. Stimmt. Da kommen wir her, ne? Naja. Gucken wir mal, wie. Ne. Ne? Aber guck mal, da hinten. Da hinten ist ein Medipack. Brauchen wir? Ja. Ja, wer ja. Sonst auch mal ohne ja, weiter genau. Ist. Auch, acht Leben sind 8 Leben. So geschenkt. Guck mal, kommen wir hier hoch? Nee, schade. Nee. König ist nicht bis hierhin gekommen. Ja, pass auf, wenn du zu weit weg läuft, dann kommt wieder irgendwie sowas wie die Königin wurde getötet. Ich bin erleichtert, dass ihr zurückgekommen seid. Hier ist auf jeden Fall. Warum? Wo geht's denn da hin? Da ist ja nicht umsonst so ein Vorsprung, denke ich mir immer. Bei sowas. Ja, ja manchmal so schon. Aber da sieht auch nicht so aus, als ob da was ist. Yes. Nee, sieht nicht so aus. Naja. Ja, ach komm, ich zieh einfach die Statue da weg. Also auch schon, ne? Jetzt kommt die nicht, ne? Das ist auch besser so, glaube ich. Ja, irgendwann, wenn du zu weit weg gehst ohne die, dann stirbt die, ne? Stimmt. Ich hatte befürchtet, dass ihr nicht zurückkehren würdet. Ich warte, Jedi. Ja. Ich bin hier gekommen und ich. Egal, lauf einfach weiter, lauf einfach weiter. Kommt ihr jetzt wenigstens mit? Ja, gut. Ja, genau. Das ist der Vögel. Was macht die denn? Wo ist die denn jetzt schon wieder? Ey, komm doch mal mit! Die will die ganze Zeit im Busch hängen. Ich warte hier. Du musst erstmal, lauf erstmal so ein bisschen weg vom Busch, damit die dir hinterherläuft. So, und jetzt lauf da rein. So, ne? So. Genau. Damit die nicht hängen bleibt. Ist sie nicht schlau genug, an so einem Busch vorbeizulaufen? Ja, super. Ja. Königin. Ihr tretet ja auf mein Pferd. Lasst mir etwas mehr Platz, Obi-Wan. Ich hatte ja keine Ahnung, dass Jedi so ungehobelt ja, ach ja, ey, was zu mir du kannst sie nicht töten. Seid ihr in der Anwesenheit von Adligen immer so unhöflich? Was denn? Außerdem ist sie gar nicht adlig, ne? Auf Naboo werden Könige gewählt. Lass mir etwas mehr Platz, Obi-Wan. Ich kann nicht töten. Ja, das spricht für das. Keine Ahnung, dass Jedi das spricht für das Volk, wenn die so eine Königin wählt. Der Schalter der Tür wurde zerschossen. Du musst, glaube ich, du musst darüber springen. Ja, ja, wo kam denn der Schuss her? Ich glaube, von da. Es muss eine der ist einfach weitergelaufen. Ja, okay. Auch gut. Und? So anaufnehmen und dann. Ich speichere lieber vorher. Oh, gefährlich hier. Ach, guck mal, da unten ist der. Da musst du einmal ganz kurz springen. Nur einmal anspringen. Genau, und jetzt einfach runterfallen lassen. Und das ist jetzt so ein komisches. Das ist jetzt so 2D quasi. Muss sich drehen und dann auf geradeaus drücken. Das war einfach ist noch gar nicht hier. Aber wenigstens kommt er direkt hoch. So, da haben wir noch mehr. Munition, noch ein Medikit. Noch irgendwas? Ne, ne? Können wir irgendwas gucken? Warte, sollst du die hier reinlassen?
Vielleicht können wir etwas von der Ausrüstung gebrauchen. Nehmt, was immer ihr tragen könnt. Hab ich schon genug. Komm. So, hier konnte man die einsperren und warten lassen, ne? Ja, das war davor. Was nun? Ach Mist. Ja, ist jetzt zu spät. Ja, ich habe ja schnell gespeichert. Theoretisch könnte ich nochmal zurück. Also wir können die jetzt weiterlaufen lassen mit der, aber erfahrungsgemäß sperren wir die lieber da vor der Tür aus und laufen weiter und quasi klären den Weg. Genau, weil sonst läuft jemand in die Schusslinie rein. Und vor allem in unsere Schusslinie. Ja, genau. Und kriegt von beiden Seiten ordentlich was ab. Ja. So, jetzt kommt gleich der Druide nochmal, ne? Nee, das war's ja schon. So, dann müssen wir nochmal hier runter. Wir können direkt hier runter. Oh Mann. Ja, wir lassen die einfach da vorne. Ja, genau. Das habe ich damals immer gemacht. Wir gehen erstmal den Weg sauber machen. Weil die ist dann immer mit irgendwo hingelaufen und jetzt speichere ich euch. Freue mich. Was ist denn hier drin? Ach ja, das ist diese Frau, die ihren Sohn verloren hat, ne? Können Sie mir helfen? Ja, genau. Welch tragisches Schicksal hat euch ereilt? Bitte. Klang so ein bisschen ironisch, wenn's nicht. Wir gingen gerade spazieren, als die Kampfdroiden angriffen. Wir rannten weg, aber in all dem Chaos haben wir uns verloren. Ich fand das klang so ein bisschen ironisch. Ach so. Welch tragisches Schicksal. Sorgt euch nicht. Ich verspreche, dass ihr euren Sohn schon bald wiedersehen werdet. Naja. Habt ihr noch irgendwas hier, was wir plündern könnten? Kisten so raus. Und plünder ist das. Das ist überhaupt einfach so. Hey, nein, falsch, Taste. Jetzt hab ich auf Sprinten gedrückt, anstatt auf Angriff. War das nicht schon der Sohn? War das? Nein, das ist doch nicht der Sohn. Doch, ich glaube schon. Sicher? Ja, ich glaube, der kommt nämlich von da rausgelaufen. Das ist der Sohn. Ja, dann können wir der Mutter ja gleich noch sagen, dass der Sohn tot ist. Also. Nein, du hast dir versprochen, dass die jetzt zu dem geht. Dass du ihn zu ihr bringst. Das heißt also, jetzt musst du mit ihnen sein. Sie zu ihm bringen. Möge die Macht mit ihnen sein. Das will ich jetzt töten? Ja, klar. Du hast dir das versprochen. Ja, gut. Wir lassen ihn einfach mal im Unwissen. Wo kam der Junge her? Was ist denn das hier? Ah, nee, da ist der Junge. Okay, gut. Da war ich ein bisschen voreilig. Bitte, warum hilft mir denn niemand? Ich hab die Frau ausgetötet wegen dir. Können Sie mich vor diesem bösen Druiden beschützen? Hab keine Angst. Hast du dich verlaufen? Ich habe mich nicht verlaufen. Die Druiden haben mich bis hierher verfolgt und ich habe Angst, mein Versteck zu verlassen. Wie bist du hierher gekommen? Wir gingen spazieren, als die Druiden in die Stadt kamen. Wir hatten Angst und rannten weg, aber wir wurden voneinander getrennt. Ich weiß ja schon, wo die Mutter ist. Wieso fragt er erst nochmal nach? Ende der Straße. Ich will zu ihr zurück. Können Sie mich nach Hause bringen? Deine Mutter erwartet dich. Gehe zu ihr. Du bist jetzt in Sicherheit. War da noch drin? Ich glaube schon. Ja, dann lauf mal schnell raus und... Ja, der läuft nicht. Ich höre nämlich noch Druiden, auf jeden Fall. Lauf schnell raus und mach die eben fertig, oder? Sollte, ja. Wo folgen wir den nochmal? Boah, hinten kommen ja nochmal welche. Wo kommen die denn her? Hey! Möge die Macht mit ihnen sein. Ach, ja. Du kriegst nichts von denen. Mit ihnen sein. Du hilfst ihnen quasi nur. Toll. Ich hab voll viel Leben von uns. Nein. Hätte ich ja sowieso von uns. War in dem Raum irgendein Medikit oder so? Also hast du. In dem. Hier oder was? Bei der Mutter? Nee, in dem, wo der Junge war. Ich glaube nicht. Ich kann nochmal gucken. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Ich höre ja auch die ganze Zeit. Ach, guck mal, da oben ist nämlich ein Gang. Darüber hören wir, glaube ich, Druiden. Weil da kommt man ja ganz eindeutig hoch. Ich meine, das ist doch. Tatsächlich. Da ist ein großes Medikit-Boy. Ja. Habe ich. Ist ja ganz eindeutig, dass man da. Ist. Was war das denn? Hä? Was ist denn? Ich dachte, warum ist das so dunkel ist. Vor allem, da steht auch nicht, was passiert ist. Die sind nicht tot oder so. Ja, guck mal, wenn wir das letzte Mal gespeichert haben. Mist. Ja, ist ja jetzt nicht so tragisch, aber.
Aber für den Moment war das wert, oder? Ja, ja. Oh Mann, ey. Wieder der Moonwalk zum Raketenwerfer. Wusstest du das? Ich wusste das gar nicht, dass das sowas ist. Ich auch nicht, ich hab das noch nie. Aber wir lassen den König wieder eingesperrt. Diesmal speichere ich hier, dann muss ich nicht jedes Mal wieder rumspringen. Aber sind da jetzt überall rumgekommen. Und der Typ stirbt jetzt. Ich glaube, der Typ ist nur dazu da, um zu zeigen, dass die Situation gefährlich ist, oder? Kann sein. Ich nehme jetzt vielleicht keinen einzigen Schuss ab. Das ist doch manchmal echt. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist halt. Das war aber. Das habe ich damals auch im Spiel schon so aufgehört. Ja. Manchmal werft er jeden. Ah, da oben kann man auch hoch. Ach, das sind die Geräusche, die man hört. Ja. Wir gehen erstmal da hoch, würde ich sagen. Ja. Aha. Sieh mal einer an. Von dem hast du nicht? Nee. Ist gut. Ach, da kommt dann der. Da kommt auch wieder mehr Lurin. Der andere. Weil ich hab's gesehen. Hallo. Hast du. Jetzt haben wir in die Ferse getroffen und ist er gestorben. Hilfe! Bitte! Warum hilft ihr mir? Jetzt ist er quasi in Sicherheit, ne? Können wir mich vor diesem bösen Druiden beschützen? Hab keine Angst. Hast du dich verlaufen? Ich habe mich nicht verlaufen. Die Druiden haben mich bis hier verfolgt und ich habe Angst, mein Versteck zu verlassen. Ja. Wie bist du hierher gekommen? Wir gingen spazieren, als die Druiden in die Stadt kamen. Wir hatten Angst und rannten weg, aber wir wurden voneinander getrennt. Wo ist deine Mutter? Meine Mutter ist am Ende der Straße. Theoretisch weiß er ja diesmal nicht, wo seine Mutter ist. Können Sie mich nach Hause bringen? Ja, aber ist egal. Deine Mutter erwartet dich. Aber er weiß trotzdem, er spürt das mit der Macht, dass seine Mutter auf ihn wartet. Und er weiß ja, genau. Aber jetzt willst du das Minipick nicht nehmen? Doch, aber ich laufe wieder mit dem Jungen. Weil gerade kam mir trotzdem nochmal ruhig. Ja, okay. War recht. Ist in Sicherheit. Außerdem habe ich noch das kleine Medipack oben bei der Königin, habe ich noch nicht genommen. Ja, aber das würde ich auch aufbewahren, für wenn du zurückkommst. Mach hier nochmal schnell speichern. Was ist denn das? Wieso sieht man da nichts? Passiert das jetzt nochmal oder war das sowas einmaliges? Das ist so ein Fehler, da ist nichts, wo man reinfallen kann. Nee, da ist auch nichts. Weil ich habe ja jetzt schnell gespeichert. Jetzt passiert das auf einmal nicht. Passiert das auch nicht. Wir sind halt immer durchgeglitscht, durch den Boden geglitscht sind wir. Ja. Und dann kommen wir durch die Map gefallen. Ja, komisch. Komisch. Fangen gibt's. Oh. Boah, es ist schon noch nichts geschafft quasi im Level. Ja. Egal. Oh nein, da ist der große Panzer, ich erinnere mich. Ja, genau. Kann man die von hier aus eigentlich ausschalten? Ja, ich glaube, genau deswegen hast du ja diese Kampfperspektive. Ja, kommst nicht, ich muss über die Treppe drüber. Das wollte ich ja gerade nicht. Aber die reagieren ja nicht, wenn du weit genug weg bist. Da hinten, hier an der Seite, kannst du da hoch, ne? Das sieht mal sogar noch aus. Guck mal noch. Was ist das denn nochmal? Das ist ein Schild. Ach, man findet die Dingensteile hier. Fusionsspule findet man, eine Wasserflasche. Ach, für die Wasserflasche für den Typen. Das ist ein Schild. Hätte ich nicht nehmen sollen, ne? Ja, hätte ich gewartet mit. Aber ist egal. Das brauchst du nicht unbedingt. Soll ich jetzt rumlaufen? Was soll ich machen jetzt? Ja, ich würde jetzt direkt runter. Abballern. Ja, schnell, während ich ein Schild habe, ne? Ja. Halt, nein. Nein, Mann, nicht das. Das Blöde ist, die rennen weg. Naja, oh Mann, schlecht. Ja, ist doch egal. Ja, ja. Du hast doch ein Schild. Du kannst es dir erlauben, nicht gut zu sein. Hallo. Jetzt habe ich schon wieder. Schalten wir erstmal alle Druiden hier.
Oh Mann. So. Jetzt habe ich ein Schild, das komplett umsonst war. So, und jetzt kannst du dir Wasser geben. Ich komme nicht lang genug ran wegen meinem Schild. Okay, dann laufen wir mal rechts weiter. Ich glaube, das sind auch noch ein paar Druiden. Wie lange hält das Schild? Eigentlich war das ziemlich schnell wieder weg. Da ist noch ein kleines Mädchen, brauchen wir nicht. Wir kommen nicht lange mit uns. Doch, jetzt. Ein Jedi. Ja. Ich bin auf einer wichtigen Mission, aber als Jedi habe ich geschworen, den Unschuldigen beizustehen. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe mir das Bein gebrochen und stecke hier schon den ganzen Tag fest. Haben Sie etwas Wasser für mich? Hier, trinken Sie etwas Wasser. Haben wir gerade gefunden, Wasser. Ja, danke. Sie haben mir das Leben gerettet. Gibt es eine Möglichkeit, an dem Panzer vorbeizukommen? Der Panzer hat 10 meiner Männer erledigt. Den werden Sie niemals zerstören können. Ich habe es natürlich damals trotzdem versucht. Ja, halt, funktioniert aber nicht, ne? Nee. So, wir müssen nicht nochmal zurück, glaube ich. Ich glaube, man kann da an der Seite noch lang weiter. Also, hier. Da oben meinst du? Ja, da unten kommt man lang, aber. Also, wenn man da jetzt runtergeht, meine ich. Okay, das ist auch da unten lang, hier. Achso, okay. Ja, da muss man auf der anderen Seite irgendwie lang. Oh, doch, guck mal, da oben scheint was zu sein. Nee, doch nicht, das ist nur eine geschlossene Tür. Oder ein Fenster. Man muss doch über diese Brücke, ne? Ist doch so. Ja, genau. Ich meine nämlich, wenn man hier jetzt. So, den Brücken hier haben wir erledigt. Aber man kommt hier noch in einen anderen Raum, ne? Genau. Das kleine Weg wird gespielt. Lass ihn einfach mal da. Ich hab mal was. Nee. Das war irgendwie. Ach, die Tür ist aber schon offen. Da hinten ist ein Fenster offen. Was macht der denn? Hey. 20 Leben verloren, wegen nichts. Was ich mal gerne gemacht habe, ist. Ich habe immer schon Katze reingemacht. Ja. Ja, so habe ich auch mal. So, ja, nichts. Willst du jetzt nochmal zurückgehen, dass deine Mädchen gefunden oder? Stimmt. Ja, dann nehme ich. Können wir vielfach hin, theoretisch. Ja. Kann ja nicht schaden. So. Ja, hier könnte man, glaube ich, auch nichts drücken. Das war. Ich musste irgendwie auf die andere Seite kommen. Ja, war das so? Ja, genau, über die Brücke hier. Und dann runter, genau, da runter. Und dann. Ach mal, was ist denn das denn? Aha. Noch mehr Munition. Was machen wir ruhig? Wir fahren mit dem Reden. Cool. Nee. Ich würde den aber nicht zerstören. Ja, der hilft. Solche Sachen helfen. Ach guck mal, da kann man Kraft. Ja, brauchen wir nicht. Egal. Okay. Aber gut. Ja, theoretisch, wenn man gegen die Panzer die ganze Zeit kämpfen würde. Guck mal hinten, was ist denn da hinten? Ja, das sind die, das sind die. Man kann doch gucken. Achso, Moment, den Druiden musst du. Ja, musst du den eliminieren? Ja, genau, dann ist der Panzer nämlich nicht mehr da fest. Steckt der nämlich nicht mehr da fest oder so. Der bedient ihn, glaube ich, oder irgendwas. Genau. Der Panzer ist weg. Soll ich jetzt hier reingehen? Ne, du musst glaube ich noch den Knopf von dir kommen, ne? Tor öffnen, ne? Ich höre Schüsse. Ja, das Panzer sind die. Du darfst nicht zu weit weggehen jetzt, weil sonst. Weil sonst? Sonst ist die Königin irgendwann tot. Aber das war doch so, dass man die Köpfe. Lasst mich raus! Man hat mich zu Unrecht eingesperrt! Ja, sollen wir die rauslassen? Ja, lass ihn mal eben raus. Hilft der einem? Oh, danke! Ich werde versuchen, noch mehr Leute zu finden, die mit mir gegen die Druiden kämpfen. Aha, nehmt eigentlich diesen Thermaldetonator. Ich hatte ihn versteckt. Vielleicht hilft er euch gegen diesen Panzer da draußen. Ja gut. Zumindest Thermaldetonator. Ja. Weiß nichts. Ich würde mal immer zwischendurch speichern, weil wirklich, wenn du nur einen Schritt zu weit machst irgendwann, dann ist die Königin tot. Was ist denn hier unten?
glaube nichts. Nee. Hey, ich bin unschuldig. Ich bin ein Held. Merkt ihr denn nicht, dass ich die Wahrheit sage? Wer ist das denn? Das ist der Typ, den du gerade freigelassen hast. Hä? Was? Der war doch unten jetzt gerade. Nee, der ist so. Der ist wieso da spricht der von da oben zu mir? Tatsächlich, du hast recht. Nein. So. Naja, hätten wir nicht rumbauen. Guck mal. Die Statue kann man doch bestimmt irgendwo hinschieben, oder? Das sieht gerade so aus. Nach vorne? Ich zieh mal zurück. Nee, kann man nicht. Schade. Aber da kann man nur runterspringen. Was ist denn da? Ja, ich glaube, du musst die Königin aber bis dahin mitbringen, ne? Mindestens. Das kann sein. Weil wir können das ja mal ausprobieren. Speichern nochmal eben und dann gehen wir auf die andere Seite. Dann. Soll ich springen? Ja. Ja, springen wir runter. Ach, guck mal, da ist der Droide. Ja, soll springen wir eben da runter. Ja. Ach, guck mal hier. Schöner Garten. Leider nichts. Zumindest einer. Das ist nichts. Was los? Was war noch ein bisschen hier? Man kann da gar nicht hochschießen, ne? Nee, er schießt nicht hoch genug. Na, Mist. Ja, ich lade einfach mal neu. Hier ist nichts, ne? Oder muss man die Königin vorher geholt haben? Mal, lauf noch mal ein bisschen rum, erkunde noch mal ein bisschen, kann er nicht schaden. Ja, genau, das ist nämlich das Tor. Oh, oha. Wie schießt er denn durch die Wand durch? Hm. Genau, da. Ja. Ja, das ist. Spielladen. So, jetzt schießt der Panzer auf uns. Ja, genau, du musst das Tor dann da öffnen und dann die Königin holen. Genau, das heißt. Du musst den Knopf da drücken in der Nische. Bisschen? Ja. Jetzt können wir die Königin holen, ne? Genau. Können wir wieder von hier oben zurück? Theoretisch können wir auch an dem Ding jetzt vorbeilaufen, aber. Wir dürfen ein paar der Thermaldetonatoren. Soll ich einen werfen? Wirf mal einen, ja. Speicher aber vorher nicht, dass der irgendwo. Toll, ich hab den gesamten Schaden abbekommen. Dafür hast du einen Baum da hinten gefällt, hast du das gesehen? Nee. Die ist kaputt gegangen. Naja. Ey, was? Ja, da war ja, da. Wir haben noch ein großes Medikit-Emo gefunden gehabt. Bei den Druiden, wo war das? Das war da oben. Da wollen wir zurück? Ja, das können wir ja gleich machen, nachdem wir die Königin geholt haben, oder nicht? Ja. So. Boah, ich bin ziemlich verwirrt gerade. Ja, genau, da hoch, wenn das keine Medikit-Pack haben willst, aber. Jetzt bist du beim Panzer wieder. Wir müssen noch da ruhig durch jetzt. Wo gehst du denn jetzt zur Königin? Rechts. Ich bin verwirrt. Gut. Wegweisen. Ah ja, stimmt. Ich habe mich auch immer verirrt. War jetzt was mir gibt. War ein kleines. Ja, sehr. Vielleicht können wir etwas von der Ausrüstung gebrauchen. Nehmt, was immer ihr tragen könnt. Ich habe den Weg schon gekleert, Königin. Ich bleibe hier, während ihr euch umseht. Ja, aber wenn du die dann da gelassen hättest. Wir können dir jetzt sagen, dass ihr mitkommen soll, ne? Weiterzugehen? Ja, genau. Ja, folgt mir. Folgt mir. Sorgt euch nicht um mich, ich schaffe das schon. Ja, das sieht man gleich. So. Der Panzer steht wieder da. Aber das macht ja nichts, du hast das Tor schon geöffnet. Das rechts, ne? Links. Oder? Erstmal genau da, wo die sich hinter versteckt. Du wolltest doch das große Medic Pack holen. Ach ja. Das große Tor hinter dem Platz, um den Hangar zu erreichen. So, hier links hoch war das, ne? Genau. Dann wieder hoch.
Ah nee, stimmt gar nicht. Das war nicht? Irgendwo anders. Ah doch, ja genau. Sorry. Einmal dahin. Ja. Dann müsste doch irgendwo so ein Geheimgang geben. Das ist irgendwie vollkommen anders. Das ist aber auch verwirrend hier. Über den ganzen Brücken hin und her. So, da kommt man hoch. Nein. Hey, ich bin unschuldig. Ich dachte gerade schon. Merkt ihr denn nicht, dass ich die Wahrheit sage? So. Jetzt wollen wir wieder zurück zur Königin. Jetzt kannst du ja aber versuchen, den Panzer zu zerstören von hinten. Vielleicht mit einem Raketenwerfer. Wir wollen ja was sehen. Nee, ich glaube nicht, dass der irgendwie kaputt geht. Ja, zwei Munition, holen wir uns wieder. Oder? Ich meine, vielleicht brauchen wir es ja immer noch. Aber den Knopf hattest du schon gedrückt gehabt, ne? Den habe ich schon gedrückt gehabt. Ja genau, dann kannst du ja jetzt kannst du da glaube ich rüberspringen. Ohne dass sie stirbt. Ja. Und den Weg so ein bisschen freischießen. So, jetzt nehmen wir diese Waffe wieder hier. Red mal mit dem Druiden, was der machen kann. Kann er mit dem Druiden? Piep, piep. Ja. Lass ihn mal warten, bis wir irgendwas haben, was wir nicht öffnen können. Mir herläuft. Du solltest besser hier warten. Würde ich sagen. Bevor du ihn jetzt einfach mitnehmen bin und dann steht der. Weil er ja von da oben ist. Kann man da irgendwie hoch, um die Gruppe zu ballern? Ich glaube nicht. Ist das nicht mit so einem Blaster gut ballern? Nee, ich glaub, du musst einfach nur eng an den Häusern vorbeilaufen. Ja, gut. Ist ja, dann könnte ich es treffen. So quasi. Speicher zwischendurch immer wieder. Genau deswegen. Na, Folge geht aber schon ziemlich lange jetzt. Ja. Wo warten wir jetzt nochmal lang? Wir hatten die Königin schon. Ja. Wem hattest du schon? Das heißt, wieder darüber, den Weg frei bomben und. Darüber. Was du so lange gemacht hast. Genau, mit dem Druiden wollen wir nicht mehr sprechen. Wir wissen ja dann, was los ist mit dem. So. Und dann holst du die Königin eben schnell und dann. Die nee, das Tor ist offen. Ja, ja. Was ist das denn dann? So, jetzt nicht weitergehen, ganz wichtig. Sondern Königin holen, ne? Genau, Königin. Die sollte ja von hier irgendwie. Wo ist die? Da vorne. Bei dem, Wir müssen durch das große Tor, hinter dem Platz, um den Hangar zu erreichen. Ja. Das Tor ist offen. Wir müssen jetzt gehen. Geht die vor? Ja. Vor. Das war schon knapper Schuss. Vorsicht! Die Droiden sind in den Fenstern über uns in Stellung gegangen. Ja, dann. Helft mir! Was macht die denn? Genau, lass sie aufstehen, lass sie. Ich bin nicht verletzt. Der Schuss hat nur meine Schulter. Ja, lauf einfach weiter. Vielleicht kommt. Hoffentlich kommt die mit. So, jetzt da würde ich einen Thermalzonator reinwirken. Ja. Ja, okay. Weg. Reicht das nicht, Hans-Aufschatz? Ja, das ist ja. Ich hab ja vorher, Quicksilver sogar? Ja. Ich glaube, du musst hier schon nach unten werfen. Toll, ich hast noch mehr Leben verloren. Ich hab trotzdem Leben verloren noch. Ja, ja weil du zu nah dran bist. Muss ein bisschen weiter wegstehen. So, also da oben wirft das Problem ist, der wirft das nicht so weit, die Granate. Ja, ich glaube, du musst halt direkt da oben an den Balkon gehen und von da aus direkt werfen. Von hier, meinst du? Ja. So. Von da aus runter und dann ganz schnell weg in die andere Richtung. Ja, ist recht. Ja, haben wir sogar keinen Schaden abbekommen. Was ist hier links? Oh. Ich höre Druidikas.
Oh, die fahren weiter. Du kannst ja nochmal einen werfen. Nochmal fünf? Oder Raketenwerfer benutzen. Ja, meinst du? Was? Ja. Ist der kaputt schon? Ja. Raketenwerfer macht den nicht kaputt, aber so ein Blast. Ja. Ist doch verständlich. Okay. Oh. Okay, die Malte. Wo kommt der denn her? Den hab ich aber noch nicht geworfen, oder? Hab ich den geworfen? Ey, da hilft einer thermalischen Motoren. Ich weiß nicht, wer hat den Thermal... Hast du den geworfen? Was? Nein, guck, ich hab immer noch drei. Aber guck, da ist noch einer geworfen worden. Was ich bin nicht verletzt. Der Schuss. Ich weiß jetzt übrigens, wie du die Typen an den Fenstern erledigen kannst mit dem Thermaldetonator. Aber jetzt die Königin da. Jetzt zu spät, was machen wir denn jetzt? Vielleicht ungarische Kugeln oder so ein Scheiß? Ich weiß nicht. Ich versuch's mal. Ja, also nicht mit dem Schild. Nicht mit dem, mit den anderen, den da oben im Fenster sind. So. Das meine ich. Ja. Pass auf. Also ich mit wieder mit, Raketenwerfern kaputt. Ganz sneaky. Schneller! Hier sieht ziemlich kaputt aus. Man kann theoretisch auch an das Geschütz gehen. Ja, theoretisch. Also, irgendwer werft die thematisch manchmal von hier oben. Aber hier oben ist nichts. Aber man kann hier oben weiter. Ich geh mal hier oben weiter. Ah, jetzt kommen die. Ja. Aber wir tun der Königin überhaupt nichts. Ah, da ist bestimmt ein Medic-Pack drin. Ich nehme mich jetzt, ne? Ja. Ja, besser. Ja, weil so, ich jetzt kannst du von da oben mal was runterschneiden. Ja. Bevor die zur Königin kommen. Ich höre immer noch. Da unten. Ist er weggerollt? Ja, er ist auch nicht kaputt gegangen. Oh, die Statue ist kaputt, aber er nicht. Ja, dann nimm den. Ich muss ihn ja auch immer von ihm, das ist nicht. Auch von ihm treffe ich den bestimmt nicht. Meinst du? Kannst du ja mal gucken. Doch? Nee, doch nicht. Jetzt wirst du den die ganze Zeit wollen. Kannst du ja mal. Jetzt rollt er sich wieder weg. Jetzt kannst du von da hinten mal versuchen. Von hier, ne? Oder? Ja. Geh nicht zu nah ran, sonst fangen wir ihn zu schießen. Was ist denn so los? Kommt zu hören, Jonathan. Was ist denn los? Wer hat denn den geworfen? Von da oben? Alter, ich meine, mit dem Teil kann ich nicht schnell ran. Schon wieder, hörst du den? Wo kommt der her? Ich weiß nicht. Wo soll der denn herkommen? Auf die Königin den oder was? Wie dumm werden das? Ja, sollen wir die Folge hier mal beenden? Das dauert aber noch lange, ne? Das Level. Ja. Lass mal. Ich würde mal sagen, der Quicksave war jetzt ziemlich gut, ne? Ich lade nochmal den Quicksave. Ja. Wo wir das Medikit genommen haben. Und dann beenden wir mal diese Folge. Wir haben schon über 30 Minuten, über eine halbe Stunde. Ich würde sagen, dann beenden wir diese Folge hier. Und dann gucken wir mal, wie das in der nächsten Folge weitergeht. Ja, tschüss. Ja, ciao.